Ein neuer Konkurrent im Haifischbecken der Katamarane. Mit dem Elba 45 schließt Fontaine Pajot die Runderneuerung seiner Linie unterhalb von 50 Fuß ab. So wie bei den Geschwistern bleibt es auch beim 13,5 Meter Cut beim seitlich versetzten Steuerstand, während die Wettbewerber auf eine Flybridge setzen. Beim Elba 45 bleibt so Platz für eine üppige Sonnenlounge auf dem Oberdeck. Die bleibt heute leer, denn der Wind hier vor der portugiesischen Halbinsel Troia weht frisch mit 4 Beaufort. So schön das Revier auch aussieht, seglerisch bietet es einige Tücken, wie ständig drehende, böige Winde und starke Strömung. Die ermittelten Werte unter Segeln sind daher mit Vorsicht zu genießen. Dennoch haben wir gemessen, einen Wendewinkel von 100 Grad, hart am Wind loggen wir 6,1 Knoten. Mit 124 Quadratmetern ist der 14-Tonnen-Cut gut betucht und zeigt sich tatsächlich lebhaft und agil. Einziges Manko, das Steuergefühl bei der Baunummer 1 ist schwammig und dabei schwergängig. Hier muss Fontaine Pajot nachlegen. Ansonsten bietet das Layout am Steuerstand gute Arbeitsbedingungen, egal ob man alleine oder zu zweit an den Schoten zerrt. Ja, Fontaine Pajot baut ja die Cockpits üblicherweise so, dass der Steuerstand hier auf halber Höhe abgesetzt ist von dem Arbeitsbereich bei den Winschen, damit man hier, die Idee ist eigentlich, dass jemand steuert, jemand ein bisschen mit den Winschen arbeitet. Wenn man alleine unterwegs ist, dann geht das auch, indem dass man hier steuert oder eben über den Autopiloten und hier an den Winschen arbeitet. Hier läuft auch alles schön zusammen. Die ganzen Leinen von den Traveler und die Großschot, das läuft hier durch diesen Kanal auf die Winschen. Die sind teilweise elektrisch betrieben. Man kann alle drei elektrisch betreiben, wenn man will. Hier die ganzen Fallen, Großfall, die ganzen Reffleinen, was man alles braucht. Und eben auch die Genua, die hier überlappend ist. Anders als Mitkonkurrent Lagoon verfolgt Fontaine Pajot weiterhin die Philosophie, die Masten relativ weit vorne im Boot anzubauen. Bei Lagoon stehen sie etwa zur Schiffsmitte. Das heißt natürlich auch, dass hier keine Selbstwendefock angeboten werden kann. Die Genua, die ist kurz überlappend, geht hier über die hohle Punktschienen und kann eben auch besser getrimmt werden. Und bietet mit ihrer Fläche gerade in Schwachwindgebieten den entscheidenden Vortrieb. Wie schon bei der kleineren Astrea 42 und der größeren Saona 47 liegt der wahre Trumpf des Elba aber im hohen Wohnkomfort. Äußerlich sind die Boote sehr homogen, das heißt, die Optik ist mehr oder weniger dieselbe, das generelle Konzept ist mehr oder weniger dasselbe. Die Anlage hier im Cockpit unterscheidet sich eigentlich nur über die Bootsgröße. Hier der große Außenbereich mit einem sehr direkten Zugang zum Salon. Dann hier der Aufgang zum Steuerstand und weiter auf die Flybridge. Oben, wo es einen schönen Liegeplatz gibt oder eine Sonnenliege. Auch hier dieser zweifache Aufgang. Das ist beim größeren Katamaran und beim kleineren Katamaran von Fontaine Pajot genauso gelöst. Auch die Anlage der Sitzgelegenheiten hier im Cockpit. Da ist eigentlich außer der Dimension alles genau gleich. Wie das so üblich ist für die erste Baunummer aus der laufenden Serie, hat Fontaine Pajot auch hier beim neuen New 45 ein paar sehr smarte Details realisiert, die sonst nur als Option angeboten werden. Zum Beispiel hier diese Außenkochstelle, das ist ein kleiner Grill, die Franzosen nennen das Plancha. Da kann man sich ein paar Shrimps warm machen oder wenn man das möchte. Irgendwie sowas. Das kann man auch als Grasgrill kriegen. Das ist so eine Option, eine von diesen vielen Optionen. Eine weitere Option ist diese absenkbare Badeplattform. Auch die ist nicht ganz neu. Das hat man ebenfalls schon auf dem Astrea und auf dem Saona so vorgestellt. Das geht hier über so ein kleines Fernsteuerungstool. Da kann man einfach drauf drücken und dann senkt sich diese ganze Badeplattform ab. Das dauert ein Weilchen
aber der ganze Hub ist etwa 1,70 Meter und die Plattform geht etwa 50 cm unter die Wasseroberfläche, was es erlaubt, hier über diese Lager ein kleines Schlauchboot zu stauen, das dann einfach hier festgezurrt wird. Wünscht man diese Badeplattform nicht, dann werden hier ganz einfach auf Beidseiten werden die Davits hier angeschlagen, ganz normale Davits, wo man dann das Schlauchboot eben hier am Heck festmachen kann. Der Preis für die absenkbare Plattform allerdings ist üppig. 18.000 Euro verlangt die Werft für dieses Extra. Für den Innenausbau hier im Salon hat Fontaine-Bachot eine eher ungewöhnliche Anordnung gefunden, nämlich dass hier die Pantry so angelegt ist, dass sie hier nach vorne zeigt. Also hier der ganze Bereich ist alles Pantry. Das ist natürlich dann im Endeffekt eine riesengroße Arbeitsfläche mit sehr viel Stauräumen, die auch sehr gut erreichbar sind. Da hat es Platz für Pfannen, Töpfe, Teller, alles, was man in der Küche braucht. Nicht viele Leute haben zu Hause eine so große Pantry wie hier, das auf einem Katamaran dann verwirklicht ist. Dagegen hat die Navigation etwas eingebüßt. Es gibt auf diesem Boot keine wirkliche Navigationsecke, sondern eigentlich nur noch diesen kleinen Ablagetisch, wo man ein paar Sachen hinschauen kann. Das ist es eigentlich, was die Navigation dann letztlich noch ausmacht. Also sehr reduzierte Funktionen zugunsten einer wesentlich größeren Pantry. Den Elba 45 gibt es grundsätzlich in zwei verschiedenen Ausbauvarianten. Die Version Maestro, wo wir hier jetzt drauf sind, mit der großen eigenen Kabine in einem Rumpf und zwei Kabinen im Steuerbordrumpf, sowie die Version Quartur, das ist dann mit vier Kabinen und vier Nasszellen. Das ist dann eher ein Boot, was wahrscheinlich mehr für den Charterbedarf gedacht ist. Hier sind wir im eigenen Rumpf der Maestro-Version, das heißt, der ganze Rumpf hier ist eine große Kabine mit einem Doppelbett hinten. Kann man schön sehen, das ist groß genug, auch von den Abmessungen her. Dass man auffällig ist auch, wie die vielen weißen Flächen, die hier Fontaine-Bachot realisiert hat im neuen Boot, das sind teilweise ganz schöne Kunstlederabdeckungen, die schön gemacht sind, schön angefasst. Auch die Möbel sind soweit eigentlich gut gefertigt. Es gibt natürlich, wie bei Katamaranen dieser Größe üblich, gibt es Stauräume ohne Ende, wo man hinsieht, wo man was öffnen kann. Überall gibt es Stauräume. Hier kommt man nie in Bedrängnis, dass man nicht alles irgendwie verstauen könnte. Das hat aber Fontaine-Bachot nicht exklusiv, das ist Katamaran typisch. Die Stauraumsituation ist auf all diesen Booten natürlich exzellent. Hier gibt es noch einen kleinen Arbeitsplatz, wo man sich hinsetzen kann, vielleicht mal was mit dem Laptop machen müssen. Hier natürlich auch mit entsprechender Stromdose. Hier nochmal eigener Rumpf, Maestro-Version. Wenn wir hier nach vorne gehen, wunderbar. Auch hier wie zu Hause ein richtiges Badezimmer. Das ist nicht nur eine Nasszelle, sondern das ist wirklich ein richtiges Badezimmer mit einem Duschabteil, wo man sich da so richtig, hoffentlich kann man das noch hören, richtig reinstellen kann. Hier richtig duschen, also das ist wirklich wie zu Hause. Die Toilette befindet sich hier ganz vorne. Leider haben da die Leute von Fontaine-Bachot schon alles wieder zugebaut mit irgendwelchen Kissen und irgendwelchen Dekomaterial. Leider haben wir auch die Zeit nicht mehr, das jetzt rauszuräumen. Auf jeden Fall hier einfach nochmal ein kleines Klo. Ja, für Katamarane über 40 Fuß, was ja beim New 45 auch der Fall ist, sind ja Fluchtluken vorgeschrieben. Die sind wie üblich hier unter dem Niedergang in die Kabinen eingebaut. Bei diesem Boot jetzt ein bisschen umständlich zu entfernen, muss davon ausgehen, dass man die Fluchtluken hoffentlich nie braucht. Aber wenn man sie denn mal brauchen sollte, dann kommt man hier wirklich nur sehr schlecht dran. Diese beiden Stufen sind hier demontierbar. Ich habe das schon mal ein bisschen vorbereitet. Die sind hier mit Schrauben unten festgemacht. Die anderen Schrauben habe ich bereits weggemacht, um Zeit zu sparen für den Film. Das sind so kleine Flügelschrauben, die hier eingedreht werden. Dann muss man das erstmal
vorsichtig entfernen, was nicht einfach ist, weil man den gar nicht so richtig rauskriegt. Ja, so. Sehr, sehr schwierig zu demontieren. Da würde dann auch noch eine zweite Stufe montierbar werden. Auch hier habe ich die Schrauben bereits rausgedreht, die restlichen, die sind schon weg. So. Auch die hier ist nur schwer zu entfernen. Und erst jetzt kommt man an diese Fluchtdruckluke ran. Wenn da wirklich mal Bedarf besteht, dass man hier ganz schnell raus müsste, wäre das nur mit viel Krampf zu bewerkstelligen. Da wäre vielleicht eine schönere, eine elegantere und eine vor allem leichtere Lösung wirklich gefragt. Vorne Bajot baut hier öffnbare Luken ein. Das ist anders als zum Beispiel bei Lagoon, die feste Fenster einbauen, die eingeschlagen werden müssen. In dem Fall sind die öffnbar. Feste Luken, die sind auch dicht und man könnte sie öffnen, wenn man das machen möchte. Es ist aber nicht zu empfehlen, vor allem nicht beim Segeln. Ganz genau, daher lieber auch den Aufkleber auf den Luken lassen. Der neue Fontaine Pajot ist durchweg gut gebaut. Sämtliche Installationen von Wasser über Elektrik bis zu den beiden 40 PS Maschinen sind sauber ausgeführt. Mit einem Grundpreis von 544.000 Euro liegt der Elba ziemlich genau auf Augenhöhe mit der Konkurrenz von Lagoon und Nautitec. Mit den verbesserten Details wird er sicher sowohl für den Chartermarkt interessant sein, als auch Eigner ansprechen, die Wert auf viel Volumen legen. Den Testbericht könnt ihr übrigens als PDF herunterladen. Den Link dazu gibt's in der Videobeschreibung.